Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals pennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hallo Leute, damit man was sehen kann, braucht man, klar, Licht. Könnte ich hier drin bitte mal ein bisschen Licht haben? Danke. Hä? Aber irgendwas fehlt ja immer noch. Ich weiß was. Gebt mir mal bitte ein Rot. Ein Blau bitte. Und jetzt noch ein Gelb. Und jetzt alle zusammen. Und genau darum geht's heute. Um Farben. Farben brauchen wir Menschen nicht nur zum Malen. Sie sind super wichtig für alles Leben auf der Erde. Tiere nutzen Farben zum Locken, Tarnen und zum Warnen. Ohne Farben wäre unser blauer Planet ein ziemlich grauer Ort. Farben machen Menschen glücklich. Ich treffe heute Mr. Woodland. Er ist Graffiti-Künstler und verwandelt kahle Wände in krasse Kunstwerke. Mit David kläre ich, mit welchen Tricks Menschen seit Jahrhunderten Farben herstellen. Und ich checke, wie wichtig Farben im Tierreich sind. Zusammen mit Kasimir, der kann die Farbe sogar wechseln. Also, heute wird's bunt, hier kommt der Farbencheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Was sind Pigmente? Warum ist der Himmel blau? Und warum wechselt ein Chamäleon die Farbe? Das check ich für euch! Zuerst treffe ich den Künstler Mr. Woodland. Er braucht für seine Bilder keine Pinsel, sondern Sprühdosen. Woody ist einer der bekanntesten Sprayer Deutschlands. Am liebsten entwirft er abgefahrene Figuren in knallbunten Neonfarben. Ziemlich cool, oder? Hallo Woody. Hey, Tobi. Grüß dich. Alles klar? Natürlich. Können wir ein bisschen sprühen? Ja, gerne. Hervorragend. Wir beide sprayen gleich ein meterhohes Graffiti und checken dabei auch, wie Farben wirken. Woody und ich haben uns auf einem alten Fabrikgelände verabredet. Der Besitzer hier hat uns das Sprayen erlaubt. Wer einfach ohne Erlaubnis Graffitis sprüht, kriegt richtig Ärger. Denn das ist streng verboten. Ach krass. Und das ist jetzt die Wand, wo wir gleich sprühen? Ja, ganz genau. Die habe ich für dich heute rausgesucht. Weißt du schon, was du malen willst? Nee, eigentlich vielleicht ein Tier oder so, habe ich mir gedacht. Nee, ich habe was Besseres, glaube ich. Echt? Was? Aha. Mal doch mal. Das hier. Alright, versuche ich. Ja, echt? Ja, klar. Dann malen wir nämlich jetzt mich mit Sprühdosen an die Wand. Okay. Die Farben der Sprayer sind ziemlich ungesund. Deshalb ganz wichtig, Handschuhe und Mundschutz an. Erst dann legt Woody mit einer groben Skizze los. Und mit welcher Farbe malst du das Gesicht jetzt aus? Wirklich so mit Hautfarbe oder kannst du es auch knallrot machen oder wie ist es? Also in deinem Fall mache ich es jetzt wirklich mit Hautfarben. Mhm. Wenn man es mit Rot machen würde, dann hätte es eine ganz andere Wirkung. Also wenn du mal dran denkst, wie Rot auf einen wirkt. Rot. Und Rot bedeutet eigentlich für uns immer Alarm, Gefahr oder dann eben auch ja, Blut, das Herz oder die Liebe. Oh ja, stimmt, genau. Genau. Nimm doch mal Grün. Grün. Also in der Regel denkt man ja nicht dran, dass man jetzt hier Gefahr ist, sondern denkt er eher an Relaxen, an, genau, an Harmonie, an Ausgeglichenheit oder auch wenn du an Blau denkst. Blau ist ja eher so eine kühle Farbe. Mhm. Und damit kann ich jetzt auch gerade bei der Malerei kann ich sehr viel Tiefe erzeugen. Woody sprayt zuerst die dunklen Farben an die Wand, darüber dann die helleren. Das Bild bekommt dadurch immer mehr Tiefe und sieht realistischer aus. Ein bisschen so, als würde es einem entgegenspringen. Ey, aber habe ich so dicke Augenbrauen? Leute, Woody ist fertig geworden. Wir präsentieren euch das Checker Tobi Graffiti bei 1, 2, 3. Tada! Und es ist saugut geworden, oder?
Finde ich auch. Hat Spaß gemacht. Woody, vielen, vielen Dank. Auch rein, war super. Richtig cool werden Bilder immer dann, wenn Sprayer oder Maler viele Farben mischen. Welche Farben sich mit welchen mischen lassen, checken wir jetzt. So, Woody, sehr interessantes Outfit, aber was machen wir jetzt? Ja, Scher, ich hab da mal was mitgebracht. So Wasserballschlacht, oder was? Ja, genau. Probier halt mal aus. Schau mal, was da so ist. Soll ich dich damit abwerfen? Ja, schmeiß mal an die Wand erstmal. Test mal. Alles klar. Einfach an die Wand. Ja, genau. Voll drauf. Bereit? 1, 2, 3. Wow! Ja, nicht schlecht, oder? Das sind ja Farbballons. Genau. Wenn du jetzt da hinschaust, jetzt haben wir eigentlich die drei Grundfarben, und zwar Rot, Blau und Gelb. Das sind die Grundfarben. Je nachdem, ob ein Künstler am Computer mit einem Zeichenprogramm arbeitet oder mit Farbe und Pinsel auf einer Leinwand, nimmt er verschiedene Grundfarben. Beim Malen und Sprayen sind für Woody Rot, Blau und Gelb die Grundfarben. Und letztendlich lassen sich aus den drei Farben, wenn man so will und ein bisschen durchmischt, eigentlich jede Farbe ausmischen. Ach cool, also aus den Grundfarben Rot, Blau, Gelb kann ich mir eigentlich jede beliebige Farbe mischen. An sich schon. Also was meinst du zum Beispiel, wenn der jetzt Rot mit Gelb mischt? Was meinst du, was kommt raus? Irgendwas dazwischen, weiß nicht. Ich hab's ausprobiert. Schon mal zusammengemischt? Ja, genau. Da ist jetzt Rot und Gelb drinnen. Okay, probiere ich aus. Genau. 1, 2, 3. Orange. Was haben wir hier? Da habe ich Blau und Rot zusammengemischt. Blau und Rot. Lila. Ganz genau. Und jetzt? Alter! Hey, das kriegt er zurück. Auf zur Farbenschlacht. Schön bunt, ne? Ich check jetzt mal, warum wir Menschen überhaupt Farben erkennen können. Das hat mit dem Licht zu tun. Eigentlich ist Licht, zum Beispiel von der Sonne, ja erstmal farblos, also weiß. Es verändert sich aber, wenn man es durch so ein Glas hier schickt, durch ein sogenanntes Prisma. Lustig, ne? Ich habe das auch mal ausprobiert. Guckt mal hier. Ein Prisma ist ein besonders geschliffenes Glas und kann das Sonnenlicht in seine Farben aufteilen. Guck mal, die einzelnen Strahlen sind nicht mehr weiß, sondern bunt. Den gleichen Effekt kennen wir alle vom Regenbogen. Hier teilen winzige Wassertröpfchen in der Luft das Sonnenlicht in farbige Strahlen. Deshalb taucht der bunte Bogen meistens nach einem Gewitter oder Schauer auf. Die Tröpfchen funktionieren dann wie das Prisma. Cool, ne? Wenn das Licht auf einen Gegenstand fällt, wird es von da zurückgestrahlt. Man sagt auch reflektiert. Je nach Oberfläche werden manche Farbteile des Lichts stärker und andere schwächer zurückgestrahlt. Hier bei meinem Sofa zum Beispiel wird vor allem der rote Farbanteil reflektiert, beim Tisch der blaue. Das Licht trifft dann auf das Auge. Auf dem Auge sitzt die Netzhaut und auf der Netzhaut sitzen ganz viele winzig kleine Sehzellen. Die nennt man Stäbchen und Zapfen. Mit den Stäbchen kann man hell-dunkel sehen, also schwarz und weiß. Die Zapfen können Farben erkennen. Alle Informationen, die bei unseren Sehzellen ankommen, werden dann über Nervenbahnen ans Gehirn geleitet. Und das Gehirn baut aus diesen Informationen dann ein klares, farbiges Bild. Bei manchen Menschen arbeiten die Zapfen aber nicht richtig. Und diese Leute können dann Rot und Grün nicht richtig unterscheiden. Man sagt auch, sie haben eine Rot-Grün-Schwäche oder einfach, die sind farbenblind. Und jetzt? Hier stimmt doch schon wieder was nicht. Wartet mal. Viel besser. So, jetzt eine Frage an euch. Welche Farbe gewinnt man aus Lapislazuli? A. Grün. B. Blau. Oder C. Orange. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Aber wie entstehen eigentlich Farben zum Malen, Färben oder Streichen? Das verrät mir jetzt David. In seinem Laden gibt es hunderte von Farben aus Naturmaterialien. Die allermeisten stellt David nach uralten, überlieferten Techniken her. Hallo David. Hallo Tobi. Das ist ja Wahnsinn hier. Ja. Man sieht, hier werden Farben hergestellt. Toll. Was machst du da?
Ich mache hier gerade ein Rot. Du machst rote Farbe gerade, ja? Genau. Wie lange machen denn Menschen eigentlich schon Farben? Seitdem es die Menschen gibt, würde ich sagen, auch die Höhlenmalerei, das ist die älteste, bekannteste Kunst, die es gibt. Und da haben die Leute einfach Dreck genommen, Ocker, einen gelben, einen roten, einen schwarzen und einen weißen, eine weiße Kreide. Das Schwarz war eine Holzkohle, mit dem sie die Wände bemalt haben. Aber wie kriegst du denn jetzt aus so einem Stein hier, der schön glänzt und mir schon so rote Finger macht, so ein krass rotes, intensives Pulver? Dafür gibt es Pigmentmühlen, mit denen man so ein Pigment dann herstellen kann. Das ist ein Pigment? Zinnober. Das ist auch eine Checkerfrage. Was ist dein Pigment? Pigment ist ein farbiger, unlöslicher Teilchen im Endeffekt. Das kann aus Steinen kommen, das kann aus Tieren kommen, das kann aus Pflanzen kommen. Aha. Mit dem man Farbe herstellen kann. David verarbeitet die unterschiedlichsten Materialien zu Pigmenten. Steine, geröstete Kirschkerne, Gift oder sogar Tiere. Zum Beispiel kleine Läuse. Was sind das bitte? Stopp mal jetzt. Was ist das? Läuse? Die sind schon tot und getrocknet. Dann wird's rot, ich raste aus. Abgefahren, guckt mal. Aus den getrockneten Läusen macht David ein richtig sattes Rot. Das Pigment vermischt David dann mit einem klebrigen Bindemittel. Und so wird eine Farbe draus. Könnte ich hiermit jetzt schon malen? Ja. Kann ich mal machen? Bitte. Ich bin kein besonders guter Maler übrigens, ne? So. Türchen, großes Fenster. Zack, bumm, fertig, Kunstwerk. Fertig ist die Farbe. Kunstwerk nicht, oder was? Du bist ja einer, ey. Gibt es so eine richtig, richtig teure Farbe? Ja, es gibt Halbedelsteine auch, aus denen wir Farben machen. Das ist zum Beispiel ein Lapislazuli. Lapislazuli. Was kostet denn dann so ein Pigment? Also der reinste Lapislazuli, da kostet das Kilo 16.000 Euro. Nee. Ja. 16.000, dafür kann ich mir ein Auto kaufen. Ein gutes. Ja, oder ein gutes Blau. Pigmente sind winzige Farbkörner. Sie sind der Grundstoff für alle Farben. Jede Farbe besteht aus anderen Pigmenten. Gecheckt. Wie ein Pigment entsteht, checken wir jetzt in der Farbenküche. Und zwar mit Thomas. Was stellst du hier her? Ich koche gerade Krapplack. Krapplack? Krapplack, ja. Ich entziehe dieser Wurzel, das ist die Krabbwurzel, der entziehe ich dem Farbstoff. Das gibt dann ein rotes Pigment oder ein rotbraunes. Krapplackrot haben schon die Ägypter vor 2000 Jahren hergestellt. An der Herstellung hat sich nur wenig geändert. Alles rein? Schön langsam. Schön langsam. Zuerst kochen wir die Wurzel. Wie lange muss das jetzt in dem Topf da rumköcheln? Das muss jetzt noch eine Stunde kochen da drin. Aber wenn du so genau weißt, so eine Stunde bei 50 Grad, ist das schon ein bisschen so wie Kochen eigentlich hier, was du da machst. Das ist Kochen, das ist Farbe kochen und ich habe auch mal richtig Koch gelernt und bin dann irgendwann umgesattelt in die Farbbranche. Echt, du bist eigentlich ein Koch? Ich bin gelernter Koch, ja. Und jetzt kochst du Farben? Jetzt koche ich Farben. Das ist ja lustig. Die Wurzel stammt von der Färberkrabbpflanze. Sie wurde noch bis vor etwa 130 Jahren auch häufig in Europa angebaut. Dann ging der Anbau zurück, weil Chemiker das Rot auch künstlich herstellen konnten. Das Pigment filtern wir jetzt aus der tiefroten Brühe. Ja, das ist ungefähr wie eine Kaffeemaschine. Wir haben jetzt die Flüssigkeit, die wird da reingepumpt, bleibt in diesen Filtern hängen. Das ist wie der Kaffeefilter. Aha. Und hier läuft die Flüssigkeit raus, das Wasser. Das ist jetzt Abfall. Und hier drin ist das Pigment. Und wenn das jetzt 2-3 Tage stehen geblieben ist und trocken ist, kann man es aufmachen und man nimmt es raus. Okay. Und dann hat man pures Pigment, das eine rötliche Farbe hat, das man weiterverarbeiten kann. Ja, dann hat man pures Pigment und das sieht dann zum Beispiel so aus. Okay. David, wollen wir denn dann daraus jetzt mal noch so ein bisschen Farbe zum Malen machen? Ja. Also, ab damit in den Mörser. Und fertig ist unser Krapplack-Pigment. Wir Menschen lieben Farben. Deshalb lassen Modedesigner Hosen oder Pullis bunt färben. Es gibt Papier in allen Farben. Spielzeug ist bunt. Und auch der Lack von Autos. Guckt euch mal zu Hause um. Fast alles ist gefärbt oder bunt gestrichen. David und ich stellen jetzt noch ein kräftiges Blau her. Diesmal mit einer anderen uralten Technik. So, hier haben wir ein graues Pulver. Aha.
Das ist ein Kobalt, das ist ein Glas. Mhm. Und wir backen da jetzt ein Kobaltglas raus. Okay. Man sieht das hier auch, da sind noch die Reste vom vorherigen. Aber die sind ja komplett blau. Genau. Und das kommt dabei raus. Das kommt dabei raus. Das Herstellen von Smalteblau ist ein bisschen wie Kuchenbacken. Das Pulver kommt in eine Form und dann bei 1150 Grad in den Ofen. Wie lange muss das jetzt da drin bleiben? Ungefähr 20 Minuten. Okay. Oh Mann, ey. Sieht das krass aus. Vorsicht. Oh, ist das heiß. Achtung, 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 Achtung. Vorsicht. Puh. Das brennt! Das brennt! Jo, jetzt brennt die Bank. Jetzt vielleicht da hinstellen, wo keine Bank ist. Hier so. Das ist ja wirklich einfach ein blauer Kuchen geworden. Ja. Das klingt ganz hohl. Gläsern. Das ist immer noch deutlich zu heiß, um jetzt da irgendwas mitzumachen, ne? Also ja. Ich hab da echt. Also es glüht immer noch. Man sieht es da immer noch in der Mitte. Ja. Während der Glaskuchen abkühlt, holen wir den Riesenmörser. Ja. Und ist unser Kuchen abgekühlt? Ja. So, Kuchen halte ich in der Hand und du haust ihn raus, oder wie? Genau. Dreh mal so. Das sieht ja so cool aus, dieses Zeug. Dieses Blau ist ja unfassbar. Da kann man sich eins ablösen. Wiegt nichts. Wiegt nichts. Pass auf, das ist Glas, das ist scharfkantig. Oh. Mhm. So, das hier ist unser Stößel, ne? Ja. Und ich hau jetzt einfach da rein. Bitte. Ey, aber diese Farbe ist ja der Hammer. Das, dieses dunkle Blau sieht so toll aus. Super, ne? Großartig. Und das ist jetzt der Grundstoff für unsere Farbe, ne? Ja. Bindemittel dazu und fertig. Genau. Los geht die Malerei. Unser Krapplackrot und das Smalteblau will ich jetzt natürlich noch auf der Leinwand sehen. Smalte. Guck mal. Nicht schlecht, oder? Knallblau wie der Himmel. Und warum der ausgerechnet blau ist, darum geht's jetzt. Zweite Checker-Frage. Warum ist der Himmel blau? Unsere Erde ist umgeben von einem Mantel aus winzigen Luftmolekülen. Diesen Mantel nennt man Atmosphäre. Und bevor das Licht von der Sonne bei uns hier auf der Erde ankommt, muss es durch die Atmosphäre durch. Ein großer Teil des blauen Lichts wird dabei von den kleinen Luftmolekülen in alle Richtungen gestreut. Und genau dieses gestreute blaue Licht macht, dass der Himmel blau aussieht. Übrigens vor allem mittags, wenn die Sonne fast senkrecht steht. Abends steht die Sonne viel flacher zur Erde. Und das Licht der Sonne muss einen weiteren Weg durch die Atmosphäre nehmen. Dabei schafft es nur das rote Licht zu uns auf die Erde. Und das macht, dass wir so einen richtig schönen, roten Sonnenuntergang haben. Der blaue Teil des Sonnenlichts wird durch winzige Teilchen in der Luft in alle Richtungen gestreut. Dadurch erscheint der Himmel blau. Gecheckt. Manche Tiere können sogar Farben sehen, die wir Menschen nicht erkennen können. Bienen zum Beispiel. Die sehen auch ultraviolettes Licht. Katzen können Farben nicht so gut unterscheiden, sehen dafür aber nachts besser als wir. Der Eisbär tarnt sich mit seiner Farbe, genau wie der Salamander. Schlangen schrecken mit ihren grellen Farben Feinde ab. Ein richtiger Farbkünstler im Tierreich ist das Chamäleon. Was das Reptil so besonders macht, weiß Katharina. Sie hat ihr Chamäleon Kasimir mitgebracht. Und sag mal, Chamäleons sind doch auch die Tiere, die ihre Farbe verändern können, ne? Das ist richtig. Und zwar mit dem Hintergrund. Wenn ich jetzt quasi, gib mir mal so ein Blatt hier, so, wenn ich ihn jetzt auf Rot setze, wird der rot, oder? Kannst es gerne mal ausprobieren. Rot? Los, wird rot. Weiß. Ich dachte, Chamäleons verändern die Farbe so, wie der Hintergrund aussieht, auf dem sie sitzen. Im Baum grün, wie die Blätter, und auf der Bank hier braun und hier rot. Das ist leider absolut falsch. Ehrlich jetzt? Ja, das stimmt überhaupt nicht. Dachte ich mein Leben lang. Ist nicht so. Nein. Aber das war doch eine Checkerfrage. Warum wechselt ein Chamäleon die Farbe? Also die können ihre Farbe verändern, aber das sind andere Gründe, warum sie die Farbe verändern. Aha. Er verändert die Farbe, um zum Beispiel mit seinen Artgenossen sich zu unterhalten. Wenn er zum Beispiel in Paarungsstimmung ist, da wird er seine Farben verändern.
Oder eben auch, ja, ein bisschen die Stimmung drückt er damit auch aus, wenn er Angst hat zum Beispiel. Was müssen wir denn jetzt machen, damit er mal die Farbe wechselt? Also wir könnten zum Beispiel mal probieren, ihm Futter zu geben. Vielleicht findet er das besonders toll und freut sich dann. Aha. Und dann hat er meistens ein bisschen schönere Farben. Na dann, mal gucken, ob er sich über einen kleinen Heuschreckensnack freut. Na? Oh, Naja, aber so richtig viel tut sich da noch nicht. Kasimirs Farbe sieht immer noch ziemlich ähnlich aus. So, jetzt hat er gut gegessen, es hat ihm gut geschmeckt und deshalb ist er jetzt noch mal ein bisschen kräftiger geworden, was seine Farben angeht. Ja. Und immer, um ein Gefühl auszudrücken, ne? Genau. Du hast Glück, ich habe ein Weibchen dabei. Okay. Und er wird das Weibchen auch heute das erste Mal sehen. Also hoffen wir mal, dass er richtig tolle Farben zeigt. Ah, krass. Du meinst, wenn wir Glück haben, verliebt sich Kasimir und dann machen seine Farben, drehen richtig durch dann. Genau. Cool. Dann hol sie mal. Okay. Ich hänge hier so lange mit ihm rum. Kasi, mach dich bereit, vielleicht triffst du die Frau deiner Träume. Mal gucken. Okay, nächster Versuch. Jetzt muss sich Kasimirs Farbe verändern. Bestimmt fährt der auf Camilla ab. Oh, Kasimir, nicht auf meinen Arm kacken. Oh, ist das unangenehm. Ich kann da gar nicht hingucken. Kasi, Alter. Mann. Katharina? Ja? Er hat gekackt, während du weg warst. Hab's gesehen, ja. Das sieht man mal. Wenn ich weggehe, dann da bist du, sie sich und es hängt auch immer noch was raus und jetzt ist es an meinem Arm dran. Kannst du das irgendwie... Ja, warte. Komm mal her. So, wollen wir die beiden mal aneinander vorstellen? Guck mal, Kasi. Na, da gucken. Aber viel passiert ist jetzt noch nicht bei ihm, ne? Er hängt eher so rum und ist so desinteressiert. Er hat sie wohl noch nicht so richtig wahrgenommen. Das Weibchen wiederum reagiert schon auf ihn. Also sie hat sich zum Beispiel ganz dunkel gefärbt und zeigt eigentlich, dass sie ihn ja nicht so toll findet. Ach so, echt? Ja. Okay, also ist das hier keine erfolgreiche Liebesgeschichte mit den beiden? Leider nicht. Naja, Kasi, deine Frau kommt schon noch. Aber wie genau machen sie das, dass sie die Farbe verändern? Chamäleons haben Farbpigmente in der Hautschicht. Okay. Und das wiederum können sie bewusst ansteuern und dadurch kann die Farbveränderung entstehen. Okay. Also ich finde, nach der Aufregung haben sich die beiden noch einen Imbiss verdient. Lecker. Aber man sieht's auch voll. Sie wird hier zwischen den Punkten schon viel heller, ganz grünlich wird sie. Mhm. Vorher war sie ja echt grau-schwarz fast. Und jetzt freut sie sich, dass es was zu essen gibt. Katharina, vielen Dank. Es war richtig cool mit dir und auch mit den beiden. Danke. Ein Chamäleon drückt mit der Farbe seine Stimmung aus. Ein ängstliches Tier sieht anders aus als ein verliebtes. Gecheckt. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, welche Farbe gewinnt man aus Lapislazuli? A. Grün, B. Blau oder C. Orange? Na, habt ihr die Antwort vorhin gecheckt? Guckt mal. Richtig ist Antwort B. Aus Lapislazuli gewinnt man Blau. Ein Kilogramm kostet 16.000 Euro. So Leute, das war's vom Farbencheck. Ich glaube, ich gehe mich mal sauber machen. Und ihr macht's gut. Bis zum nächsten... Oh, Woody, ey. Oh. Ciao, bis zum nächsten Mal. Du Alter, ey. Manchmal flint und der tausend Leute kennt.